Hörer, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Folge von Frosch TV. Heute beschäftigen wir uns mit dem Relativpronomen im Französischen. Für all diejenigen, die sich jetzt gerade fragen, was waren nochmal Relativpronomen, habe ich erstmal eine deutsche Erklärung für euch. Sie leiten Relativsätze ein und Relativsätze sind Sätze, die zusätzliche Informationen geben, ohne einen neuen Satz zu beginnen. Ich habe hier folgendes Beispiel für euch. Das ist Luc. Luc spricht Französisch. Wir wollen nun aus den beiden Sätzen einen Satz machen. Also einen Relativsatz. Das funktioniert nun so. Das ist Luc, der Französisch spricht. Der, ein Relativpronomen, haben wir jetzt eingesetzt, um einen Satz zu bekommen. Wie ihr sehen könnt, gibt der Relativsatz, der Französisch spricht, zusätzliche Informationen an. Er beschreibt das Subjekt Luc genauer. Wie sieht das Ganze nun im Französischen aus? Wir beschäftigen uns in der Folge mit folgenden Relativpronomen. Qui, que, où und dont. Es gibt noch mehr, aber wir beschränken uns, wie gesagt, erstmal auf die. C'est Luc. Luc parle le français. Das ist Luc. Luc spricht Französisch. Auch hier wollen wir nun aus zwei Sätzen wieder einen machen, und zwar einen Relativsatz. C'est Luc qui parle le français. Auch hier könnt ihr wieder wie im Deutschen sehen, dass der Relativsatz qui parle le français Luc genauer beschreibt. Warum hier qui verwendet wird und nicht ou oder que oder dont, erkläre ich euch später. Erstmal ist noch wichtig zu merken, dass Relativpronomen sich auf Personen, Gegenstände oder Orte beziehen können und unveränderlich sind im Französischen. Ihr müsst hier also nicht auf das Geschlecht achten wie im Deutschen. Sehen wir uns nun das Relativpronomen qui genauer an. Qui wird als Subjekt verwendet. Hier habe ich ein Beispiel für euch. Luc qui roulait trop vite a eu un accident. Luc, der zu schnell gefahren ist, hatte einen Unfall. Wer oder was ist zu schnell gefahren? Luc. Hier wird nach dem Subjekt gefragt. Also wird qui verwendet. Que wird im Gegenteil dazu als Objekt verwendet. Voilà le livre que Luc cherche. Wen oder was sucht Luc? Das Buch. Hier wird also nach dem Objekt gefragt, dem Buch. U hat eine lokale Funktion. Das heißt, la piste où on fait du ski est super. Der Relativsatz beschreibt in dem Sinne jetzt den Ort genauer. Die Piste, auf der man Ski fährt. Und nicht die Piste, auf der man rodelt zum Beispiel. So, nun widmen wir uns dem Relativpronomen dont, das auch etwas schwieriger ist. Don gibt eine Zugehörigkeit an. Man könnte es im Deutschen wie folgt übersetzen. Dessen, deren, an der, an dem oder in das. Ich habe hier einen Beispielsatz für euch. Luc a eu un accident avec la voiture dont le frein était cassé. Luc hatte einen Unfall mit einem Auto, dessen Bremsen kaputt waren. Wessen Bremsen waren kaputt? Die des Autos. Hier wird die Zugehörigkeit der Bremsen zum Auto angegeben. Und das passiert dann eben mit dem Relativpronomen dont. So, jetzt könnt ihr mal testen, ob ihr das Ganze verstanden habt, da es ja doch nicht so leicht ist teilweise. Ich habe hier vier Sätze für euch. Werdet ihr euch mal vorlesen und dann könnt ihr euch kurz überlegen, was ihr in die Lücken einsetzen würdet. Monsieur Martin est un prof, aime sa matière. C'est le magasin, elle achète le pantalon. Voilà les questions, elle veut poser. Je me souviens du restaurant, nous avons parlé hier.
So, ich hoffe, ihr habt jetzt in die Lücken passende Relativpronomen einsetzen können. Ich zeige euch jetzt mal die Auflösung und dann könnt ihr vergleichen, ob ihr richtig oder falsch lagt. Monsieur Martin est un prof qui aime sa matière. Wir benutzen hier qui, weil man fragen kann nach dem Subjekt, also Prof. C'est le magasin où elle achète le pantalon. Où, weil wir hier vor der Lücke einen Ort stehen haben, der genauer beschrieben werden soll. Voilà les questions qu'elle veut poser. Hier wird ein Objekt genauer beschrieben. Je me souviens du restaurant dont nous avons parlé hier. Hier wird eine Zugehörigkeit gegeben, also benutzen wir dont. Vielleicht noch ein paar extra Tipps, auf die man sich nicht unbedingt verlassen sollte, die aber vielleicht helfen könnten. Beim ersten Satz kann man es auch so sehen, warum man noch einen weiteren Grund sehen, warum man qui benutzt. Nach der Lücke folgt ein Verb und wir haben nach der Lücke kein Subjekt. Das heißt, wir brauchen noch einen Subjektersatz, nämlich qui. Im zweiten Satz haben wir nach der Lücke bereits schon ein Subjekt. Das heißt, und wir haben vor der Lücke einen Ort. Das heißt, wir benutzen u. Im dritten Satz haben wir nach der Lücke schon ein Subjekt. Deswegen brauchen wir einen Objektersatz, nämlich que. Im letzteren kann man sagen, dass im Nebensatz das Verb parler de quelque chose steht. Und wenn dort ein Verb mit de Anschluss steht, kann man darauf kommen, dass vielleicht dont reinkommt. Danke fürs Zusehen. Bei Fragen zum Inhalt schreibt uns einfach Nachrichten auf Facebook oder besucht unseren Blog